Max. 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 Haben Sie keine Angst. Ich bin Rabbi Cohn. Ich heiße Cohn, genau wie Sie. Ich entschuldige mich für Lenny. Er hat einen Verweis bekommen. Das ist nicht unsere Art. Geht es Ihnen wieder gut? Ja. Sehr schön. Max, ich bitte Sie inständig, geben Sie uns die Zahl. Was bedeutet sie? Im Talmud steht, dass es vor 2000 Jahren begann, als die Römer den zweiten Tempel zerstörten. Was soll das? Max, Sie werden alles verstehen, wenn Sie zuhören. Die Römer zerstörten auch unser Priesteramt, das Kohanim. Und damit hatten sie unser größtes Geheimnis vernichtet. Im Zentrum des Tempels lag das Herz des jüdischen Glaubens, das wir das Allerheiligste nennen. Es war der weltliche Wohnsitz unseres Gottes, des einzigen Gottes. Im Allerheiligsten befand sich die Bundeslade, in der die 10 hölzernen Gesetzestafeln aufbewahrt wurden, die Gott Moses gegeben hatte. Es war nur einem Mann gestattet, das Allerheiligste zu betreten, an einem Tag, dem heiligsten Tag des Jahres, dem Yom Kippur. Am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, versammelten sich alle in Jerusalem, um zu sehen, wie der hohe Priester, der Kohen Gadol, sich auf den Weg machte, das Allerheiligste zu betreten. Wenn der hohe Priester reinen Herzens war, tauchte er wenige Augenblicke später auf und uns wurde ein blühendes Jahr verheißen, was bedeutete, dass wir dem Zeitalter des Messias ein Jahr näher gekommen waren. Aber wenn er unrein war, starb er auf der Stelle und das bedeutete, wir waren dem Untergang geweiht. Der hohe Priester hatte im Allerheiligsten ein Ritual zu erfüllen. Er musste nur ein einziges Wort aussprechen. Ja? Dieses Wort war der wahre Name des einzigen Gottes. Und weiter? Dieser wahre Name, der nur den Kohanim bekannt war, war genau 216 Buchstaben lang. Wollen Sie mir erzählen? Die Zahl in meinem Kopf ist der wahre Name Gottes. Ja, sie ist der Schlüssel zum Zeitalter des Messias. Sie kann uns einen Schritt näher zum Garten Eden bringen. Im Talmud steht, als die Römer den Tempel verbrannten, ging der hohe Priester in die Flammen hinein. Er trug den Schlüssel nach oben auf das brennende Gebäude. Der Himmel öffnete sich und empfing den Schlüssel aus des Priesters ausgestreckter Hand. Seit jenem verhängnisvollen Tag suchen wir nach dem Schlüssel. Und sie haben ihn vielleicht gefunden. Was ist also passiert? Ich habe Gott gesehen. Nein, das ist völlig unmöglich, weil sie nicht rein sind. Denn nur ein reines Herz kann Gott schauen. Nein, ich habe alles gesehen, Rabbi. Oh nein, sie haben nur einen flüchtigen Blick erhascht. Es geht um so viel mehr. Wir können den Schlüssel dazu benutzen, die Tür aufzuschließen. Wir können Gott damit endlich zeigen, dass wir... Sie sind unmöglich rein. Wie könnten Sie rein sein? Ich habe die Zahl gefunden. Für wen halten Sie sich? Sie sind nichts weiter als ein Gefäß von unserem Gott. Sie tragen nur etwas in sich, das für uns bestimmt ist. Aber die Zahl wurde mir gegeben. Sie steckt in mir und sie verändert mich. Nein, sie wird sie töten. Weil sie noch nicht so weit sind, dass sie empfangen können. Es ist eine Zahl, nichts weiter. Ich bin mir sicher, dass sie alle 216-stelligen Zahlen aufgelistet und sie auch übersetzt haben. Sie haben sie alle ausgesprochen. Habe ich recht? Was hat es ihnen eingebracht? Der Zahlenwert ist gar nichts. Es geht um den Sinn. Es geht um die Syntax. Was zwischen den Zahlen steht, das ist wichtig. Wenn Sie das nicht verstanden haben, dann war die Zahl auch nicht für Sie bestimmt. Ich habe sie entdeckt. Ich habe sie entdeckt. Und ich verstehe sie. Und ich werde sie sehen. Rabbi, ich wurde auserwählt.